Ja, das Corona-Ende kann jetzt sofort da sein, denn ich kenne immer mehr Ungeimpfte, die fordern, die das Verbot der Krankenhausbehandlung für Ungeimpfte fordern, weil es ja auch ganz logisch ist, sozusagen, ich komme ja selbst aus dem Gesundheitswesen, weiß deswegen für mich, wie lebensgefährlich das Gesundheitswesen für mich jederzeit sein kann. Wann auch immer ich Kontakt mit dem Gesundheitswesen habe, überlege ich immer ganz genau, in welche Lebensgefahr ich mich begebe, welche Gefahr besteht, dass das System mich umbringt oder schwer schädigt und das Geldes willen mich möglicherweise in einen Dauerpatienten verwandelt und so weiter. Und von daher steht für mich auch absolut fest, dass ich mich niemals wegen Corona im Krankenhaus behandeln lassen würde, weil ich persönlich aus meiner Erfahrung im Gesundheitswesen davon ausgehen würde, dass ich da ein großes Risiko eingehen würde, dass mich die Behandlungen umbringen würden. Das ist ja der große Faktor, der nicht nirgends thematisiert wird. Wie viel Menschen werden durch die Behandlung umgebracht und wie viel werden durch ein Virus umgebracht? Ja, und das ist die große naturwissenschaftliche Frage, die bei, wenn wir auch nur eine Spur seriöser Wissenschaftlichkeit hätten, die wir überhaupt nicht haben in der gesellschaftlichen Diskussion, dann wäre dieses Problem gelöst. Würde diese Frage ständig gestellt werden. Wie viel Tote verursacht das Gesundheitswesen? Ja? Hier unten rechts an dem rundlichen Ding, draufklicken, schneller drehen, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, und deswegen, da war auch eine Meldung, die da in dieser Hinsicht total verräterisch ist. Ich werde jetzt auch gleich dann verlesen, was jemand auch schreibt, wie er zum Beispiel die Corona-Beendigungslösung sieht, übrigens als Hinweis, wo sind denn jetzt all die, die auf die Straße gegangen sind, weil sie eben protestieren gegen diesen Gesundheitsskandal und gegen die Diktatur der Gesundheitssparten weltweit? Warum machen die jetzt daraus nicht eine Riesenaktion? Zum Beispiel die Basispartei hat einen Monatsetat von circa 600.000 Mitgliedsbeiträgen, Euro-Mitgliedsbeiträgen. Damit könnte man jetzt riesige Aktionen machen, sodass niemand daran vorbeikäme, dass die Ungeimpften jetzt fordern, dass ein Verbot der Krankenhausbehandlung von Ungeimpften bei Corona, denn dann wäre nämlich dieser schwarze Peter-Versuch, dass man versucht, die Schuld quasi den Ungeimpften in die Schuhe zu schieben, das wäre dann ja nicht mehr möglich, ja? Sondern dann müsste sich dieses verrückte System ein andere Schuldige und einen anderen schwarzen Peter suchen, einen anderen Sündenbock suchen für ihre Geschäftsmodelle und ihre Milliardengeschäfte auf Kosten der Menschheit, ja? Diese Meldung war, dass in Frankreich ca. 15.000 Mitarbeiter im Gesundheitswesen die Impfpflicht am Arbeitsplatz verweigerten und lieber aus dem Beruf rausgegangen sind. Ja, warum machen denn das Leute? Warum machen 15.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die doch das Gesundheitswesen von innen großenteils kennen, warum verweigern die Impfung? Weil sie wissen, wie gefährlich das System ist, in dem sie bis jetzt gearbeitet haben. Aber bis jetzt betrafen ja die Gefährlichkeiten und die Schädlichkeiten eher andere. Und jetzt betreffen sie sie selber und dann sagen sie, nee, dann lieber nicht, denn ich weiß ja, wie gefährlich meine Kollegen für die Gesundheit der Menschen sind. Ja, und deswegen weiß ich auch, wie gefährlich das ist und so weiter. Das heißt also, die Leute
15.000 Leute haben sich doch genau überlegt, ob sie dem Gesundheitswesen, den Gesundheitssparten vertrauen können oder besser misstrauen sollten. Und sie haben sich für Misstrauen entschieden. So wie ich auch. Ich habe, nachdem ich 20, fast 20 Jahre im Gesundheitswesen, in der Gesundheitssparte tätig war, bin ich ausgestiegen, habe meine Praxis geschlossen, weil ich ja vor der Wahl stand. Entweder ich richte weiter Schäden an und verdiene damit Geld, oder ich höre auf, Schäden anzurichten, zum Beispiel mit der VIAT, Vorteilbringende Irrtümerabbautechnik oder Therapie. Und dann habe ich aber keine Kunden, weil dann das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Ja? Das Geschäftsmodell funktioniert nicht, wenn man keine Dauerpatienten erzeugt, wenn man keine Dauerkundschaft erzeugt, wenn man keine Drehtüreffekte für Kliniken und was auch immer erzielt. Wenn man also Menschen nicht schädigt, dann funktioniert das ganze Geschäftsmodell nicht, weil man letztendlich in der Kundengewinnung gar nicht die Möglichkeiten hat, die die anderen haben, die erstmal jeden, der durch die Tür kommt, in einen chronisch Kranken verwandeln und damit in einen Dauerkunden. Und da können sie nicht mithalten, finanziell nicht mithalten, wirtschaftlich nicht mithalten. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Und ja, also noch einmal. In Frankreich haben für sich 15.000 Mitarbeiter der Gesundheitssparte haben sich geweigert, haben sich entschieden, lieber nicht mehr weiterarbeiten, als der Impfpflicht nachzukommen in ihrem im im der Gesund im Gesundheitssektor. Und das heißt, diese 15.000 Leute haben das getan, weil sie ein tiefes Misstrauen gegenüber der Gesundheitssparte haben, ein aus meiner Sicht tiefes, berechtigtes Misstrauen. Und das ist der eigentliche Grund. Nachher habe ich dann noch für Sie noch ein paar Kurznachrichten. Ja, das kommt dann nachher noch. Und jetzt erst einmal lese ich erst einmal vor, was der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, das ist also das Forum freieargumente-kultur.de, also hier. So, dahinter steht also kultur.de. Das, ich weiß nicht, warum das sich überdeckt. So, und dann lesen wir doch mal, was da zu lesen ist. Ja, da hatte ich also geschrieben, Corona-Beendigungslösung da, das bezieht sich auf die gestrige Sendung. Und da antwortet jetzt der Diplom-Theologe Jürgen Wagner mit seinem Spitznamen Öff-Öff oder mit seinem Künstlernamen Öff-Öff, schreibt er, oh, jetzt bin ich zu weit gegangen. Es reicht fürs Aufknacken. Doch wohl schon der Verzicht von Ungeimpften auf ein Beatmungsintensivbett. Ja, ich persönlich würde halt sagen, nee, ein Verbot. Denn wenn wir diesem Gesundheitsmoloch, der Gesundheitssparte nicht verbieten, uns in ein Intensivbett zu legen, dann finden die vielleicht doch noch einen Weg, wenn wir da nicht bei Strafandrohung ihnen das verbieten, finden die immer einen Weg, das Geschäft doch zu machen. Denn die haben ja die Medizinethik, die ihnen ja erlaubt, immer in einer Selbsttäuschung zu sein, dass sie um des guten Willens, also ich weiß, dass im Gesundheitswesen immer die Tendenz darin besteht, dem Patienten den Willen abzusprechen, der hat das ja in einem, was weiß ich, in einem depressiven Zustand geäußert und da war er nicht ganz bei Trost, der war quasi nicht zurechnungsfähig und deswegen gilt seine Bitte auf ein Verzicht auf ein Beatmungsintensivbett, da war er nicht klar bei Verstand und deswegen dürfen wir das nicht befolgen. Wir müssen seinen eigentlichen Willen
sozusagen hören. Und der will ja eigentlich doch ein Intensivbett, denn dann können wir so und so 40.000 Euro an ihm verdienen. Und diese, so hat also die Medizin, die Gesundheitssparte eine völlige, ja, Medizinethik, die immer wieder das große Geld erlaubt und dabei noch eben das Entscheidende, was ja typisch ist für vorteilbringende Irrtümer, dass man das gute Gefühl hat, man wäre moralisch hochstehend, während man in Wirklichkeit nur geldgierig und geldsüchtig handelt. Schluck Wasser. Ja, also insofern wäre mir das zu wenig. Es muss ein Verbot sein, mit Strafandrohung quasi juristisch irgendwie aggressiv gültig, Strafandrohung, denn für mich wäre, in ein Beatmungsintensivbett gelegt zu werden, wäre für mich ein Tötungsversuch und ich würde das niemals wollen, ja, denn ich gehe davon aus, dass die Behandlungen mich töten würden, ne? Denn ich habe das ja selbst erlebt, dass ich selber, um erfolgreich zu sein, ich habe auch das, was ich mit der Durchschnittsnote 1,1 an der Universität gelernt habe, diese Behandlung angewandt, wo etwa 30 Professoren über mich geschrieben haben, Ausnahmetalent der Wissenschaften und so weiter. Das heißt, ich habe diese ganzen Therapien wahrscheinlich besser durchgeführt als jeder andere und habe erst lange später, fast 20 Jahre später, gemerkt, dass ich damit einfach den Menschen schade, ja, und weil das Geld bringt, ne? Und genau das ist der Punkt, das erwarte ich auch von allen anderen Tätigen im Gesundheitswesen, dass sie nicht merken, dass sie schaden um des Geldes wegen. Ja, das ist das, was mit dem Begriff vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Memekiller, Viren des Geistes gemeint ist. Irrationale Kognitionen, dass man sich selbst täuscht und die eigenen Geldbeschaffungsdinge für Gutmenschentum hält und nicht merkt, dass man andere schädigt. So, und jetzt schreibt der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt aus Maischberger, Stefan Raab und so weiter und all diesen anderen Sachen. Ich habe in meiner Patientenverfügung schon seit Monaten stehen, dass ich im Falle von Corona kein Beatmungsintensivbett möchte, sondern wenn überhaupt mit Palliativbehandlung zufrieden wäre. Also das war sowieso auch meine Idee, dass die Leute dann halt zu Hause für zu Hause ein paar so intensive Schmerzmittel bekommen, dass sie dann halt, wenn es dann so ist, dass sie ihren Körper so ruiniert haben, ihr Immunsystem, ihre Gesundheit sowieso schon so vorgeschädigt haben, dass jetzt sie nicht genügend Widerstandskraft gegen irgendein Virus oder dieses Virus haben, dass sie dann Schmerzmittel bekommen und dann eben schmerzfrei einschlafen und dann ist doch auch gut, ja? Denn sozusagen, auch wenn jemand irgendwie Corona überlebt, die Schädigung seines Gesamtorganismus, die ihn insgesamt so geschwächt und anfällig gemacht hat, die geht ja nicht weg dadurch, weil ja unsere Gesundheitssparten ja alles tun, um bloß nicht die Ursachen dieser Gesundheitszerstörung zu beheben, sondern immer nur die Symptome. Das heißt also, schon die Schädigung der Patienten bedeutet ja schon, dass man nichts tut gegen giftige Nahrung, giftiges Wasser, giftige Luft und all die anderen krankmachenden Faktoren, Bewegungsmangel in der Gesellschaft und so weiter. Wenn da ständig die Gesundheitssparten-Mitarbeiter ständig zu Millionen auf der Straße ständen, dann würde da schon längst die Gemeinwohlwirtschaft eingeführt werden die generell den ganzen Staat auf Gesundheitsförderung umstellt,
Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand der Bevölkerung. Ja, und das geschieht nicht. Ja, ich hatte ja schon gesagt, schneller drehen. Ja, ich lese weiter. Ja, dieser Schritt, wenn allein schon Ungeimpfte sowas machen und auch wenn's nicht gleich alle Bürger so machen, die Corona bekommen, ist in meinen Augen, der ich ja immer in Mini-Erforderlichkeitsargumentationen beziehungsweise kleinsten nötigen Einigungsnennern denke und aus dieser Minimallogik heraus schon mehrfach zu dem Thema was postete im Facebook etc. bereits ausreichend als Argument dafür, dass man diesen Ungeimpften keine Schuld mehr zuschieben kann für eine Überlastung des Gesundheitssystems. Ja, das heißt also, ja, wenn jetzt eben die Millionen Leute, die jetzt, wenn jetzt eine ganz große Bewegung entstand und alle auf die Straße gehen würden und fördern würden, und Aktionen machen, Internet und Öffentlichkeit und alle die Journalisten ansprechen würden und alle sagen würden, wir fordern Verbot der Intensivbettennutzung und so weiter für Ungeimpfte bei Corona, dann wäre, ja, dann könnte der Staat nicht mehr, da könnte das kranke System nicht mehr auch, die Ungeimpften als die Schuldigen sozusagen benennen, sondern dann überlasten das Gesundheitssystems ja die Geimpften, ja? Und wahrscheinlich ist übrigens das Ganze, was gerade geschieht, sowieso ein Phänomen, dass zwar die Impfungen Milliarden Profite für die Pharma- und Impf- und Gesundheitskonzerne gebracht haben, aber fast null Wirkung gebracht haben. Das heißt also, dass hier, das ist das ideale Geschäftsmodell, bringe die Menschheit dazu, Riesengelder auszugeben für Produkte, die gar nichts bringen. Oder vielleicht sogar, das ist ja sowieso das oberste Prinzip im Gesundheitswesen, ideal ist natürlich, wenn die Menschen Milliarden Gelder ausgeben für Produkte, die sie eher dann noch chronisch kränker machen und noch zuverlässiger in Dauerpatienten und Dauerkundschaft verwandeln. Das ist ja die Logik überhaupt der Medikamentenherstellung überhaupt, ja. Dass über die Nebenwirkungen eigentlich der Mensch und über die Tatsache, dass die Medikamente nichts an den Ursachen machen, sondern höchstens bei den Symptomen eine gewisse Patiententäuschung erfolgt sozusagen, eine Illusion, dass man irgendwie durch diese Medikamente irgendwie eine Besserung erfahren würde, während die ursächliche Zerstörung, Gesamtzerstörung des Organismus eher befördert wurde, also schlimmer wurde durch die Medikamente. Ja? Ja, aber jetzt meine Frage ist, wo sind all die Leute, die jetzt, dass sie jetzt auf die Straße gehen und sagen, wer A sagt, sagt auch B. Wenn ich der Gesundheitssparte misstraue, dann misstraue ich doch auch bei der Krankenhausbehandlung. Und ich selbst würde, wie gesagt, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, würde mich in Lebensgefahr befinden, wenn ich mich wegen Corona, wenn ich es dulden würde, wegen Corona ins Krankenhaus gebracht zu werden. Allein schon die Tatsache, dass circa 40.000 Menschen jedes Jahr an Krankenhauszusatzinfektionen sterben oder beziehungsweise umgebracht werden durch Krankenhauszusatzinfektionen, also durch Killerkeime, die sie erst abkriegen, die man ihnen erst im Krankenhaus verabreicht, durch mangelnde Hygiene des Personals und so weiter. Ja, und wo
wo ja auch nichts gegen unternommen wird, weil es sich eher in der Summe rechnet. Denn wenn die Leute im Krankenhaus zusatzinfiziert sind, ist das praktisch nie ein finanzieller Schaden für das Krankenhaus, sondern allerhöchstens ein finanzieller Zugewinn für das Krankenhaus. Also ist das Problem dieser 40.000 an Krankenhausinfektionen, Zusatzinfektionen sterbenden Menschen jährlich eben für die Krankenhausökonomie sozusagen ja überhaupt kein Problem, sondern eher eine Gewinnmöglichkeit. Und deswegen wird auch nichts dagegen unternommen. In Holland zum Beispiel sei es ja so, dass man da ein bisschen mehr erreicht hätte und bezüglich dieser Krankenhauszusatzinfektion. Das zeigt, dass man es anders machen könnte, aber es rechnet sich nicht, es anders zu machen. Es rechnet sich besser, das Risiko der Krankenhauszusatzinfektionen in Deutschland hoch zu belassen. Das rechnet sich für das einzelne Krankenhaus wirtschaftlich besser als diese 40.000 Krankenhausinfektionstoten sozusagen zu reduzieren auf 10.000 oder was auch immer. Ja? Ja gut, ich lese mal weiter. Je mehr es machen, desto stärker, aber auch schon bei einem nennenswerten Teil der Ungeimpften wird es wohl reichen. Ausreichend dafür, dass man allgemein keine Überlastungsmöglichkeit des Gesundheitssystems mehr behaupten kann, denn alle, die behaupten, impfen bringe den Ausweg, müssen es doch dann auch so sehen, dass die Überlastungsgefahr an den Geimpften ja wohl nicht liegen kann. Ja, denn ja, das ist, da sagt er auch, dann schießen die sich nämlich selbst Eigentore, nämlich wenn dann die Ungeimpften grundsätzlich nicht mehr Krankenhausbetten bekommen bei Corona, dann kann ja die Überlastung des Gesundheitssystems ja auch nicht an den Geimpften liegen, denn dann müsste man ja zugeben, dass das Milliardenimpfgeschäft letztendlich ein Betrug war, dass da etwas völlig Unbrauchbares für viel Geld gekauft und verkauft wurde. Und gekauft bedeutet ja, dass das quasi die Steuerzahler, Sie, liebe Zuhörerinnen und Wähler, gezwungen wurden, die Zeche dafür zu bezahlen und alle Kosten zu übernehmen und die Impfkonzerne zu bereichern für nichts. Ja, und da man das ja nicht zugeben will, muss man dann sagen, ja gut, dann liegt die Überlastung des Gesundheitssystems eben daran, dass wir andere Fehler gemacht haben, was ja ständig berichtet wird, nämlich dass man die Betten so weit runtergefahren hat und gespart hatte, dass man die Pflegekräfte so schlecht behandelt hat, dass die immer mehr aufgehört haben und aufgegeben haben und so weiter und dass man da die entscheidenden Fehler gemacht hat und so weiter. Auf jeden Fall wären dann die Ungeimpften raus, wobei natürlich dann noch der Trick versucht werden kann, ja, aber die Ungeimpften sorgen ja dafür, dass die Geimpften sozusagen ja, jetzt plötzlich alle infiziert werden und so weiter. Ja, aber die Geimpften sind doch geimpft, weil angeblich verhindert einen schweren Verlauf. Dann müssten die doch auch nicht im Krankenhaus landen, sondern dann wäre doch bei denen der schwere Verlauf ausgeschlossen und so weiter. Also, aber man sieht, es ist natürlich nicht, es ist nicht endgültig möglich, dass ein wahnsinniges System mit lauter vorteilbringenden Irrtümern findet natürlich immer wieder eine Rationalisierung, einen vorteilbringenden Irrtum, ein parasitäres Mem, ein Killerviren des Geistes, wo man am Ende doch noch versuchen kann, wieder den Ungeimpften die Schuld zu geben für alles und so weiter. Ja, letztendlich ist es ja der Hammer insgesamt ist ja, dass man denen, die einfach nur auf ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit stehen, dass die auf diesem Menschenrecht bestehen, als Täter hingestellt werden.
Ja, das ist genau der Wahnsinn der Normalität. Ne? Das ist der Wahnsinn dieser vorteilbringenden Irrtümergebäude. Und man kann es so sehen, dass im Moment die systematisch ist, immer wieder kommen die vorteilbringenden Irrtümer aus der Gesundheitssparte raus. Und wenn nach einiger Zeit die Gehirnwäsche, Propaganda und Manipulation, die Werbung, die Gehirne der Bevölkerung so verändert hat, dass sie jetzt plötzlich eben sozusagen die auf ihrem Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit bestehen, als Täter betrachten, dann kann man das auch umsetzen. Ja? Und so funktioniert ein Wahnsinnsgebäude, um das noch einmal zu sagen. Jeder Konzern träumt davon, dass der Staat die Menschen mit vorgehaltener Maschinenpistole bitte zwingen möge, die Produkte des Konzerns zu kaufen und kaufen zu müssen. Und genau das spielt sich gerade ab. Dass es den Gesundheitskonzernen, Gesundheitssparten gelungen ist, quasi den Staat dazu zu bringen, 8 Milliarden Menschen dazu zu zwingen, eventuell sogar mit vorgehaltener Maschinenpistole, zu zwingen, die Produkte dieser Konzerne kaufen zu müssen. Besser geht's doch nicht für die Konzerne. Das ist die Diktatur der Sparten und in der befinden wir uns zu 100%. Das ist Marktwirtschaft. Das ist die Marktwirtschaft at its best. At its best, ja. Das ist die höchste Stufe, die Marktwirtschaft erreichen kann. Wenn die Staaten mit vorgehaltener Maschinenpistole, 8 Milliarden Menschen zwingen, die Produkte der Konzerne kaufen zu müssen. Ne? Ja, ich lese mal weiter, dass man allgemein keine Überlastungsmöglichkeit des Gesundheitssystems mehr behaupten kann, denn alle, die behaupten, Impfen bringe den Ausweg, müssen es dann auch so sehen, dass die Überlastungsgefahr an den Geimpften wohl nicht liegen kann. Und wenn es an den Ungeimpften auch nicht mehr liegen kann, dann muss aber doch irgendwann mal Schluss sein. Wenn es allgemeiner von Ungeimpften so gemacht wird, alle müssen es auch dann noch nicht sein, fällt der mögliche Vorwurf gegenüber der ganzen Gruppe der Ungeimpften weg, der ja auch sonst schon nicht besonders gerechtfertigt ist, aus mehreren Gründen, aber das lassen wir minimal argumentativ hier auch alles mal weg. Ganz eindeutig und wohl ohne Möglichkeit, sich noch irgendein zu schlimmes Schaden anrichten der Ungeimpften zurechtzureimen, so groß der Empfindungsreichtum da auch sein mag, beziehungsweise ist. Aber noch einen Schritt weiter, minimal argumentativ gedacht, auch wenn es nicht viele Ungeimpfte so machen, was bedeutet es schon für jeden Einzelnen, der es so macht, hat der Staat das Recht, gegenüber irgendeinem einzelnen Menschen, der sich zu diesem Schritt bereit erklärt, eine Impfpflicht wegen zu starker Gesundheitssystem Gefährdung durchsetzen zu wollen. Ja, das ist ein gutes Argument, aber da kommt dann eben der vorteilbringende Irrtum der Gesundheitssparten. Ja, aber die Ungeimpften machen ja unsere Geimpften krank. Und unsere Impfung ist ja gerade so, dass sie zwar wunderbar schützt, aber irgendwie komischerweise nicht davor schützt, dass die im Ungeimpften die Geimpften infizieren. Also das wird man konstruieren. Man wird das einfach so konstruieren, dass wir hier die ideale Impfung haben. Die Impfung ist gut und rechtfertigt diese Milliarden Gelder, die den Bürgern aus der Tasche gezogen werden weltweit. Aber irgendwie
sind die Ungeimpften solche Teufel und in den Ungeimpften entfalten die Viren, die gleichen Viren, eine so große Macht, dass da dann die Geimpften dadurch so schwer geschädigt werden, dass wenn es die Ungeimpften nicht gäbe, dann wäre die Impfung der Segen, aber durch die Ungeimpften wird natürlich hat die Impfung nicht die Kraft und so weiter. Ja, also man wird da etwas konstruieren, da wird die Psyche sich schon was einfallen lassen, aber trotzdem wäre es ein ganz großes Zeichen, wenn alle Ungeimpften jetzt fordern würden, ein Verbot der Krankenhausbehandlung bei Corona, wenn das eine ganz große Aktion würde, würde das trotzdem ein riesiges Zeichen sein und so weiter. Und dann natürlich wird sich immer wieder die Psyche, wie habe ich immer gesagt, die Psyche ist beweglich. Ja, überall sucht die Psyche nach neuen Irrtümern und vorteilbringenden Irrtümern, nach Rationalisierung, um es am Ende doch wieder so zu drehen, dass man doch wieder einen Schuldigen hat, nämlich schuldig ist immer der, der ein Produkt der Gesundheitssparten nicht kauft. Ja? Und der wird dann, egal wie, doch immer wieder zum Schuldigen erklärt. Ja? Denn schließlich hat man es jetzt so weit geschafft, dass die Staaten schon kurz davor sind, die Leute mit der vorgehaltenen Maschinenpistole zu zwingen, Produkte der Gesundheitssparten kaufen zu müssen, und das wird sich die Marktwirtschaft nicht entgehen lassen. Die Marktwirtschaft hat ja auch damals, die Stahlsparten und die Waffensparten haben ja auch damals bei Hitler nicht aufgehört, bevor nicht 60 Millionen Tote da lagen. Also Konsumenten, 60 Millionen Konsumenten von Waffen, von Munition, von Patronen, von was weiß ich, Bombensplittern, von Kugeln und so weiter. Bevor da nicht 60 Millionen tote Konsumenten gelegen haben, hat das System nicht aufgehört. Ne? Und ich halte es sogar für möglich, dass die Marktwirtschaft sich diesen Siegeszug gar nicht mehr wegnehmen lässt und dass sie jetzt diesen Dauerzugriff, dass sie es auch in anderen Bereichen versuchen wird, dass der Staat die Menschen zwingt, Produkte der Konzerne kaufen zu müssen. Ja, hat der Staat das Recht gegenüber irgendeinem einzelnen Menschen, der sich zu diesem Schritt bereit erklärt, eine Impfpflicht wegen zu starker Gesundheitssystemgefährdung durchsetzen zu wollen, oder fällt dieses Recht spätestens in diesem Moment weg, gegenüber diesem betreffenden Menschen schon weg? Ja, da ist eben wieder, wie gesagt, das Problem, dass die Psyche biegsam ist und dass man immer noch eine vorteilbringenden Irrtum, eine Rationalisierung finden wird können, um es doch so zu drehen, dass nicht geduldet wird, dass nicht alle die Produkte der Gesundheitssparten kaufen. Oder fällt dieses Recht spätestens in diesem Moment gegenüber diesem betreffenden Menschen schon weg, weil das Ausmaß der möglichen Vorwürfe hauptsächlich ja Beitrag zur Überlastungsgefahr fürs Gesundheitssystem schon so sinkt, dass es reicht und dass endlich als unverhältnismäßig angesehen werden muss, diesen Menschen so schlimm seine Freiheits- beziehungsweise körperlichen Unversehrtheitsrechte nehmen zu wollen? Provozieren formuliert, mit der Impfpflichtkeule auf Ungeimpfte hauen wollen, die sich in opferbereiter Bescheidenheit bereit erklären, auf ihren Teil an der eventuellen Gesundheitsmangelware zu verzichten? Wann würden da Anwälte und Gerichte, aber auch die Masse der Bevölkerung den Eindruck bekommen, dass es echt zu weit geht? Ja, ich fürchte eben leider immer noch nicht, aber es wäre ein großes Zeichen und es würde vielleicht das auch so kippen in die Diskussion, dass wir
eine Marktwirtschaft, dass wir die Marktwirtschaft sofort beenden müssen und zur Gemeinwohlwirtschaft wechseln müssen, die ja übrigens, in der es diesen Gesundheitsskandal ja niemals hätte geben können. Ja, weil ein solches Geschäft auf Kosten der Menschheit wäre da ja nicht möglich in der Gemeinwohlwirtschaft. Ja. Wann würden da, also deswegen Partei des Gemeinwohls PDG, ja, also googeln Sie danach, dann sehen Sie sofort, wie die Menschheitslösung aussieht, nämlich Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft. Denn das Ganze, der gesamte Gesundheitsskandal ist nur ein Produkt der Marktwirtschaft. Wann würden da Anwälte und Gerichte, aber auch die Masse der Bevölkerung den Eindruck bekommen, dass es echt zu weit geht? Der Staat vermasselt massenhaft Intensivbetten, aber bei einem Ungeimpften reicht nicht mal sein Verzicht auf so ein Bett, um in Ruhe gelassen zu werden? Wann kommt man dann eher auf die Idee, dass solche für Intensivbettenabbau verantwortlichen Politiker oder gleich fürs ganze Kaputtsparen und Privatisieren des Gesundheitssystems Verantwortliche mit der Staatsgewalt verfolgt und vor Gericht gestellt gehören, statt die Staatsgewalt gegen so einen bescheidenen Ungeimpften einzusetzen? Naja, gerade das wird leider nicht geschehen. Also wir werden es nicht erleben, dass jemals ein Politiker für seine Schäden, die er anrichtet, vor Gericht gestellt werden wird. Das ist die Politiker, die über die Gerichte und über die Richter bestimmen, werden sicherlich nicht von ihren Freunden jemals vor Gericht gestellt werden. Ne? Aber die Argumentation ist, wenn man noch Ausreden für die Impfpflicht suchen will, natürlich nicht ganz so stark, als wenn es ein nennenswerter Teil der Ungeimpften oder gar die Gesamtgruppe der Ungeimpften so machen würde, bis auf vertretbare Ausnahmen natürlich, die gibt's ja immer, aber können dann irgendwann nicht mehr als zu relevant ins Gewicht fallend hingestellt werden. Die Staatsvertreter können noch zu sagen versuchen, auch wenn dieser Einzelne nun kein Beatmungsintensivbett mehr in Anspruch nehmen würde, so wirkt doch sein ungeimpftes Sein im Vergleich zum Geimpften auf die anderen Krankheitsgefährdeten. Eigentlich müsse man es einschränken können auf andere Ungeimpfte, denn wie können die Geschützten durch die Ungeschützten zu sehr gefährdet sein? Ja, aber das wird man konstruieren. Man wird irgendwie konstruieren, ja, die Impfung ist ganz super, aber merkwürdigerweise reagiert sie auf den Kontakt mit Ungeimpften so, dass die Impfung dann plötzlich nicht richtig wirkt und plötzlich die Leute genau dadurch krank werden, dass sie einem Ungeimpften begegnet sind. Also das wird man schon irgendwie hindrehen. Aber wie gesagt, man kann diese biegsame Psyche und die Raffinesse der vorteilbringenden Irrtümer, die sich entwickeln werden, dieser Propaganda, Gehirnwäsche, Manipulation und Werbung, die wird man nicht aufhalten können. Aber trotzdem wäre es ein Zeichen, das unbedingt nötig wäre. Und bis jetzt sehe ich so, dass leider diejenigen versagen, die eigentlich jetzt dafür zuständig wären, nämlich die zum Beispiel wie die Partei die Basis 600.000 Euro monatlich an Mitgliedsbeiträgen zur Verfügung hätten, um daraus eine ganz große Sache zu machen, ne? Eine ganz große Aktion zu machen, ja, das wäre denn wie können die Geschützten durch die Ungeimpften so sehr gefährdet sein, weiterhin so schlimm ist, schlimm mit, dass man es nicht durchgehen lassen darf, sondern es weiterhin mit Staatsgewalt unterbunden werden kann oder gar muss. Aber würde das noch überzeugend sein können, auch mit Blick auf Gerichte, in einer zu zwei Dritteln mit einem ach so sicheren Impfstoff geimpften Bevölkerung, wo die Krankheitssituation jetzt aber schlimmer sein soll als vorher? Wann gehören da eher die Leute mit falschen Impfstoffversprechen beziehungsweise vielleicht sogar doch gegenteilig wirkender Impfung in die Hände der Staatsgewalt und Gerichte statt ungeimpfter, gesunder, auf Intensivbetten verzichtender kleiner Leute?
Ja, also da ist aber wenig Hoffnung, denn auch sogar in den USA wurde denn derjenige Pharmakonzern, der für 200.000 Tote bei der Opioidkrise über die Arte circa 10 Sendungen gemacht hatte, dieser Konzern, da wurde ja wohl auch niemand nennenswert verurteilt, der letztendlich die letzte Verantwortung trug für diese 200.000 Toten in den USA. Also da wird's, da dürfen wir uns auch keine Hoffnung machen. Niemals werden Gerichte gegen ihre Freunde aus den Konzernen jemals vorgehen, na, sozusagen. Das ist in der Marktwirtschaft nicht vorgesehen. In der Gemeinwohlwirtschaft ist das automatisch eingebaut, dass solche Firmen finanziell ganz brutal abgestraft werden durch reduzierte, verringerte Verdienstzuschüsse, wodurch sie im Wettbewerb sozusagen so große Nachteile haben, dass sie relativ schnell pleite gehen dann, ja. So eine Firma, die 200.000 Tote zu verantworten hat, würde in der Gemeinwohlwirtschaft, Partei des Gemeinwohls, PDG, bitte googeln, Partei des Gemeinwohls, PDG, würde sofort pleite gehen, sozusagen solche Firmen. Ja, insgesamt, wo bleibt da die angemessene Verhältnismäßigkeit? Ja, es gibt ja auch das letzte Verzweiflungsargument, was immer wieder aus dem Hut gezaubert wird, sehr gern zum Beispiel von Montgomery, auch schon bezüglich Masernimpfpflicht, dass alle Bürger einer Pflichtimpfung unterworfen werden müssten, weil es einige so gesundheitsgeschwächte Menschen gibt, dass sie nicht geimpft werden können und die würden sonst zu sehr gefährdet. Was für eine Verhältnismäßigkeitslogik, dafür der gesamten Bevölkerung das Recht nehmen auf natürliche Weise. Solche Krankheiten durchmachen zu dürfen und dabei ganz normal ihr Immunsystem anwenden und weiterentwickeln zu können. Ja, aber das ist genau die Logik, dass man also quasi in den Gesundheitssparten gibt es die eigene Medizinethik, die es sozusagen zum obersten Ziel erklärt, auch die, die eigentlich gar nicht fürs Leben bestimmt sind, um jeden Preis retten zu müssen. Und dafür müssten auch die anderen, alle 83 Millionen Menschen, eventuell auch hochriskante Impfungen auf sich nehmen, um diesem Ideal, dass auch die, die eigentlich gar nicht fürs Leben bestimmt sind und biologisch gesehen gar nicht überlebensfähig sind, doch noch künstlich am Leben erhalten zu können, denn die sind ja auch eine gute Geldquelle. Man verdient ja unheimlich viel an Leuten, die eigentlich gar nicht lebensfähig sind, denn die ständig am Leben, irgendwie künstlich am Leben zu erhalten, geht ja nur mit einem riesigen Einsatz und das bringt wahnsinnige Summen und Gelder ein. Ja, und deswegen, ja, ich schließe ab, es gibt keinen anderen Lösungsweg als den echten linken Standpunkt. Die Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist die Ursache aller Menschheitsübel und nur durch Wechsel von der Marktwirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft ist eine Lösung möglich. Sonst kommen wir aus den wahnsinnigen Dingen wie Wahnsinn bei Hitler und Wahnsinn heute. Wir kommen aus all diesen Wahnsinnsdingen nicht heraus. Es ist eigentlich nur so, dass das einfach immer wieder und es kann auch jederzeit sein, dass solch eine Wahnsinnserscheinung wie bei Hitler morgen auch wieder kommt, auch mit Krieg und mit allem und so weiter. Denn die Marktwirtschaft ist ja noch da, die gleiche Marktwirtschaft, wo die Waffensparten und Stahlsparten zusammen mit ihrem Kommunikator Adolf Hitler und Goebbels und so weiter,
die Massengehirn gewaschen haben mit ihrer Propaganda und Manipulation und Werbung sozusagen und die Menschen kriegsbereit gemacht haben, ja, konsumbereit gegenüber der Waffen- und Stahlsparten. Das kann jederzeit wiederkommen, denn die Marktwirtschaft ist die zentrale Ursache und die ist ja noch immer da und die ist ja stärker dann denn da denn je. Oder haben Sie in irgendeiner Talkshow der letzten Zeit jemals gehört, dass jemand gesagt hat, ja, eigentlich ist das Ganze doch eine Folge des marktwirtschaftlichen Systems, das die Gesundheit der Bevölkerung schwächt, die Immunsysteme schwächt, sie anfällig macht für alle möglichen sonst bedeutungslosen Viren und Bakterien und dass wir deswegen sofort die Marktwirtschaft beenden müssen? Nein, das hat wahrscheinlich niemand ausgesprochen. Ja? Und das ist da der entscheidende Punkt aber. Ja? Also, Partei des Gemeinwohls PDG bei Google müssen Sie vollständig tippen. Ich höre immer wieder, dass das Verfassungsgericht auch die allgemeine Masernimpfpflicht noch nicht abschließend beurteilt hat. Kein Wunder, kann man da nur sagen. Ich denke, es macht Sinn, so wie ich es hier tue, beziehungsweise wie es natürlich auch die Logik des minimalforderungsargumentativen Vorgehens ist, in Schritten beziehungsweise Stufen zu denken. Denn mit je weniger schon ein ausreichendes Ergebnis erzielbar sein kann, desto erreichbarer ist es natürlich auch, beziehungsweise desto leichter kann man Menschen dazu bekommen, dabei mitzumachen. Bedeutet konkret, höchste Stufe, Stufe 3, dass alle Corona-Erkrankten per Patientenverfügung ab jetzt Krankenhausbehandlung verweigern würden, verbieten würden, würde ich sehr empfehlen. Es muss nicht verweigern, sondern verbieten bei Strafandrohung, denn bei hoher Strafandrohung, denn sonst findet die biegsame Psyche der Medizinethik auch wieder eine Rechtfertigung, eine Rationalisierung, einen vorteilbringenden Irrtum, warum sie den Willen des Patienten, warum sie ihn entmündigt und dann trotzdem ihn abkassiert sozusagen, also ein Geschäft mit ihm macht, ja. Denn das ist, so ist nun mal die menschliche Psyche, die biegsame Psyche der Menschen, ja. Ist meines Erachtens ziemlich schwer erreichbar. Mittlere Stufe, Stufe 2, dass eine nennenswerte Anzahl von Ungeimpften wenigstens auf die Inanspruchnahme von Beatmungsintensivbetten zu verzichten bereit würde. Das halte ich für deutlich eher erreichbar. Und untere Stufe, Stufe 1, dass Einzelne diesen Verzichtsschritt machen, das halte ich für völlig sicher, ist in meinem Fall ja auch schon geschehen. Und dass daraus eine gewisse Bewegung werden kann, die argumentativ genug Gewicht erzeugen kann, um die staatlichen Impfpflichtbestrebungen zu knacken. Das erscheint mir im Vergleich zu denkbaren Alternativstrategien als eine der aussichtsreichsten Strategien. Ja, zumindest bin ich ja eben der Meinung, dass das ein, zumindest das aussichtsreichste wäre, was je gemacht wird, statt dieser ganzen sinnlosen Demonstration jetzt ganz klar zu sagen, wir Ungeimpften fordern alle unisono mit Sarah Wagenknecht, mit Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie, der Begründer der Gemeinwohlökonomie. Wir fordern mit allen Linken, echten Linken zusammen das Verbot der Behandlung von Ungeimpften bei Corona im Krankenhaus, damit eben diese Sündenbock-Strategie nicht mehr so leicht möglich ist. Sie ist immer noch nicht unmöglich, aber damit sie nicht so leicht möglich ist, ja. Wenn das nicht reichen würde, kann man natürlich weitere Schippen drauflegen. Erst mal nicht in Vergrößerung der mitmachenden Zahl denkenden, sondern in Schrittvergrößerung des Einzelnen. Kann das bedeuten, statt nur Verzicht auf Beatmungsintensivbett, kann das natürlich insgesamt Verzicht auf Krankenhausbehandlung werden? Das würde ich sowieso selber so machen. Ich würde das verbieten, weil mir das viel zu gefährlich wäre. Und nächster qualitativer Argumentationsschritt bezüglich des anderen Vorwurfs, dass man zur Erkrankung anderer Menschen so schlimm beigetragen und dadurch indirekt auch wieder zu sehr zur Überlastungsgefahr fürs Gesundheitswesen beitragen könnte,
Der Einzelne könnte sich bereit erklären, in besonders sicherer Weise die Ansteckungsgefahr für andere Menschen zu reduzieren. Das kann man sich auch wieder stufenweise vorstellen. Von freiwilligen Quarantäneelementen könnte es über die Bereitschaft zu gesonderten Alternativgruppen gehen, zum Beispiel Pflegeorte aus Pflegebedürftigen und Pflegern, die alle eine alternative Form miteinander ausmachen, die nicht zu einer starken Überlastung des Gesundheitssystems führen könnte, wofür eine einfache Form natürlich die gemeinsame Beschränkung auf Palliativmedizin sein kann, bis hin zu, ja, das wäre ja auch denkbar, dass eben die ganze Welt der Ungeimpften, auch der ungeimpften Pfleger, die sich weigern und die auch kritisch sind gegenüber ihrem eigenen schädlichen Gesundheitswesen und den eigenen schädlichen Gesundheitssparten, dass die sich umeinander kümmern und dort versuchen, Immunsysteme zu stärken und so weiter. Und das ist alles denkbar, ja, bis hin zu, wo mir dann wirklich keine denkbare Vorwurfsbegründung mehr einfallen will, Bereitschaft in sowas wie Reservaten zu leben. Ja, das wäre alles denkbar, ja. Söder sprach auch mal davon, dass man die Ungeimpften doch an einem speziellen Ort zusammenlegen könnte, was uns natürlich sehr schnell an ein KZ erinnern würde, damit die übliche Gesellschaft vor ihnen sicher sei, ja. Und ich träume ja regelrecht von sowas wie Reservaten für natürliche, freiwillig, gesamtverantwortliche Menschen. Also wenn man das koppeln würde, dass aus dieser Aussonderung der Ungeimpften in KZs positiv Kommunenprojekte würden, das wäre eine neue gemeinwohlwirtschaftliche oder gar nicht wirtschaftliche. Auf jeden Fall, also entscheidend ist noch einmal, man kann versuchen in Kommunen, die Marktwirtschaft muss man abschaffen. Also auf jeden Fall muss die Marktwirtschaft beendet werden. Egal, ob man in Kommunen keinerlei Ferntauschhandel und Markt praktiziert oder wenn man dann doch findet, dass man Markt einführen will und da gibt es gute Gründe für. Ja, vielleicht ganz kurz dieser Exkurs, den ich sowieso noch heute machen wollte. Nämlich, was ist, wenn die USA den vorteilbringenden Irrtum entwickeln und die Propaganda und Gehirnwäsche machen, dass diese ganzen Kommunen in Deutschland ja irgendwie Kinder fressen würden, ja, dann würde sie die, hätte sie innerhalb kürzester Zeit die USA-Bevölkerung bereit dazu, dass die sagen würden, nein, wir müssen sofort einen Krieg, wir müssen sofort Deutschland erobern und diese Kommunen da alle abschaffen und so weiter, denn das ist ja, die fressen ja Kinder, ja, und so weiter. Also das heißt, das wäre der Grund, dass man dann vielleicht doch Wirtschaft braucht, denn man braucht dann Defensivrüstung, ja, man braucht ja dann diesen diesen Abfangriegel rund um Deutschland bräuchte man ja dann, um solche kriegslüsternen Staaten aufhalten zu können oder abschrecken zu können oder aufhalten zu können, die jederzeit vorteilbringende Irrtümer im Sinne der biegsamen Psyche entwickeln werden, sowie dann, ach ja, diese ganzen Kommunen, da fressen sie die Kinder und deswegen müssen wir dort Deutschland befreien, ne? Und dann wiederholt sich der D-Day sozusagen, ne? Und deswegen brauchen wir diese Waffentechnik und dafür ist es dann vielleicht doch sinnvoll, wieder Tauschhandel und Markt einzuführen und dafür, da müsste man dann zwangsweise auf die Gemeinwohlwirtschaft gehen, weil nur die eine menschenfreundliche Wirtschaft dann darstellt. Ja, aber ja, also auf jeden Fall, ja. Und ich träume ja regelrecht von sowas wie Reservaten für natürliche, freiwillig, gesamtverantwortliche Menschen, auch ganz unabhängig von Corona, in einem ersten Begründungsschritt, weil ich es als ein Forschungsexperiment für eine Stiftung Systemtest für wichtig halte. Für wichtig halte und in einem zweiten Schritt, weil ich darin die gesunden Zellen der Zukunftsgesellschaft sehe. Ja, das wäre die Möglichkeit, dass wir, man hätte jetzt, wenn
die Basis nicht so verrückt wäre, nicht im Griffe von Verschwörungstheoretikern geendet wäre, als Partei oder von dieser Sekte, dieser Rudolf Steiner Sekte gelandet wäre, hätte dort eine wunderbare Kommunenbewegung der Ungeimpften entstehen könnte. Es hätte da eine Parallelgesellschaft der Nichtmarktwirtschaftlichkeit, des Aussteigens aus der Marktwirtschaft mit ihren Geschäftsmodellen entstehen können. Es hätte eine marktwirtschaftsfreie Lebensformen entstehen können, oder dann, wenn doch Marktwirtschaft aus solchen militärischen Gründen dann eben gemeinwohlwirtschaftlich entstehen können. Da wären solche Chancen gewesen, aber es ist eben so, dass auch die Basis daran gescheitert ist, dass sie im Griff von letztendlich marktwirtschaftlichen Ideologien, Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation und Werbung sich befinden, diese Leute, dass die nicht in der Lage sind zu sehen, dass der Gesundheitsskandal nur ein Marktwirtschaftsskandal insgesamt ist und dass man das Problem insgesamt lösen muss. Ja, dann lese ich mal weiter. Es müssten meines Erachtens vielmehr auch alternative Anwälte über solche Vorgehensvarianten, besonders der freiwilligen Beatmungsintensivbetten, Verzicht mit nachdenken und mit dazu bereite Menschen. Ich bin gern für sowas ein Versuchskaninchen, Strategiekonzepte erarbeiten und umsetzen. Wir müssen scheinbar auch diese Leute, Anwälte etc., dazu noch viel stärker anstoßen. Ich wundere mich seit langem schon sehr, dass in solche Richtungen nicht viel offensiver agiert wird, auch mit Umfragen und Teilnehmersammlungen etc. Namaste, Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt aus den großen Medien, ne? PS, allerdings sinkt ja die Vertrauenswürdigkeit einer Krankenhausbehandlung, was die dort eventuell Korruptes mit einem machen, so drastisch, dass eine weitgehende Verzichtserklärung auf eine solche Behandlung immer mehr Sinn macht, auch über Corona hinausgehend. Natürlich, denn mein naturwissenschaftliches Misstrauen in meine frühere eigene Gesundheitssparte ist ja die, dass ich selbst erlebt habe, dass ich selbst viel mehr Schaden angerichtet habe als Nutzen, um Geld zu verdienen in dieser Sparte. Und da ich weiß, dass es nicht anders sein kann, weil die Evolutionsanalyse, die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik letztendlich beweist, und da sind wir hier da bei dem unteren Punkt vor Einzelargumentationen, willst du überhaupt nach Argumenten gehen? Also vor Einzelargumentation, willst du denn überhaupt nach Argumenten gehen? Grundweiche, lass uns als denkende Tiere bzw. Wesen nach richtigem Denken gehen, unter anderem in ganzheitlicher Harmonie. Global Love mit minus EU. Ja, also das heißt, da ist doch der entscheidende Punkt, wenn ich die naturwissenschaftlichen Argumente, die evolutionsbiologischen Argumenteketten, die Argumente-Logik-Ketten, sozusagen die Argumente-Ketten-Logik sozusagen der Naturwissenschaften hinzuziehe, dann komme ich zum Schluss, dass jede Sparte der Gesellschaft riesige Schäden anrichten muss, um selber ein größeres Stück aus dem Kuchen der Gesamtgesellschaft herausfressen zu können. Und wenn dem so ist, dann weiß ich, ich muss die gesamte Marktwirtschaft beenden und nicht nur irgendwas an der Gesundheitssparte ändern. Ich muss überall all die marktwirtschaftlichen Prinzipien rausschmeißen, ne? So, und dann ja, nur noch die letzten Kurznachrichten für heute dieser Vorlesung unserer Mini-Universität der wissenschaftlichen Tagesschau heute. Es gibt noch bessere Wege zu mehr Glück und Gesundheit und Langlebigkeit. Ja, das müssen wir im nächsten Samstag, heute ist ja wieder Samstag, heute Abend, der wird ja dann wohl morgen erscheinen. Es gibt noch bessere Wege. Man muss den Leuten klar machen,
Liebe Leute, es gibt noch viel bessere Wege zu mehr Glück, Gesundheit und Langlebigkeit. Und darüber müssen wir ja kontrovers reden. Deswegen müssen wir ja immer sozusagen darüber sprechen, was macht ihr gerade im Leben und wo sind da eventuell vorteilbringende Irrtümer drin und sollten korrigiert werden, ne? Was mache ich gerade im Leben? Wo sind da eventuell die Irrtümer drin? Wo irre ich mich? Wo irre ich mich? Wo irrst du dich? Das ist die entscheidende Arbeit, die ständig geschehen muss und die auch im Samstalk noch viel zu wenig intensiv praktiziert wird. Ja? Und dann dieses Kioskbeispiel. Das ist ja auch so ein Beispiel der mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse-Technik, MemGeat. Ne? Es gibt nichts Richtiges im Falschen. Ja, in der Marktwirtschaft gibt es nichts Richtiges. Es kann nichts Richtiges geben, weil die Evolution immer darauf hinausläuft, dass das Richtige ausstirbt und dass im Falschen das Falsche übrig bleibt. Ne? Es fehlt im Samstalk noch das Bewusstsein, dass man all die Gehirn Wäsche, Manipulations-, Propaganda-, Werbungsaspekte aller Sparten der Marktwirtschaft im Kopf mitbringt und dass da nichts Wahres und Schönes und Gutes im Kopf ist oder sein kann. Die Leute kommen aber in den Samstalk so mit der Illusion, sie hätten schon ganz viel Wahres, Schönes und Gutes in ihrem Gehirn angesammelt und sind stolz auf dieses Wissen. Dabei ist meine Meinung, das muss alles raus aus dem Kopf. Es handelt sich alles um Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung der marktwirtschaftlichen Diktatur der Sparten, der einzelnen Sparten, ne? Und dass sie in Wirklichkeit Opfer sind. Aber genau das ist der Punkt. Die Menschen erleben sich noch nicht als Opfer, obwohl sie es tatsächlich sind, ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Aber so viel jetzt zu dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.